Was sich hier so natürlich und idyllisch durch die Ortschaft zieht, war vor kurzem nicht mehr als eine Idee. Denn der Bach sah da noch ganz anders aus. Er war teilweise überbaut, größtenteils begradigt, eingeengt und monoton. Ein Zustand, den die Bürgermeisterin unbedingt ändern wollte. Ein naturnaher Bach wertet nicht nur das Ortsbild auf und schafft wichtige Erholungsräume. Geschwungene Läufe und breite Ufer tragen zum Hochwasserschutz bei. Ein intakter Bach ist Grundlage für eine hohe Artenvielfalt und ein stabiles Ökosystem. Doch wie renaturiert man einen Bach? Dazu trifft sich die Bürgermeisterin erst einmal mit dem Wasserwirtschaftsamt. Es gibt drei Möglichkeiten, wie man vorgehen kann. Möglichkeit 1: mit einem Gewässerentwicklungskonzept, das ein Leitbild für den Bach aufzeigt und viele einzelne Maßnahmen vorschlägt. Möglichkeit 2: mit einem Umsetzungskonzept, das die notwendigen Maßnahmen für den guten ökologischen Zustand des Gewässers nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie darstellt. Oder Möglichkeit 3: ohne Fachkonzept, wenn sich gerade eine günstige Gelegenheit bietet. Diese sollte in Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt genutzt werden und zur Erstellung eines gesamtheitlichen Konzeptes motivieren. Unsere Gemeinde beschließt eine umfassende Renaturierung. Ein Planungsbüro wird mit einem Umsetzungskonzept beauftragt. Dieses wird vom Freistaat Bayern zu 75% gefördert. Der Gemeinderat befürwortet die entwickelten Maßnahmen, fürchtet aber die Folgekosten. Die Bürgermeisterin hat auch diese Frage mit dem Wasserwirtschaftsamt geklärt. Der Freistaat beteiligt sich mit bis zu 90% an den Kosten, sogar am Ankauf von Flächen. Eine echte Chance. Ein geeignetes Fachbüro erstellt die sogenannte Entwurfsplanung. Einzelne Maßnahmen werden damit immer deutlicher erkennbar. Was jetzt noch fehlt, sind die wasserrechtliche Genehmigung des Landratsamtes und der Zuwendungsbescheid des Wasserwirtschaftsamtes. Jetzt kann die Umsetzung der geplanten Maßnahmen beginnen. Die Bauarbeiten werden ausgeschrieben und vergeben. Abstürze werden beseitigt und Befestigungen zurückgebaut, damit der Bach wieder einen geschwungenen, natürlichen Lauf bekommt. Bäume und Sträucher werden gepflanzt, Zugangsmöglichkeiten für die Menschen geschaffen. Der Tag der Einweihung ist gekommen und alle blicken zufrieden auf das gelungene Vorhaben. Und 2 Jahre später sieht's hier bereits so aus. Der Bach hat sich naturnah entwickelt und erfreut sich bei Menschen und Tieren großer Beliebtheit. Das wiederum freut auch die Bürgermeisterin. Wäre das nicht auch eine Idee für Ihre Ortschaft? Sprechen Sie uns an! Das Projekt Auf zu lebenswerten Bächen in Unterfranken und die Wasserwirtschaftsämter unterstützen Sie gerne.